Das ist alles scheiße, ich mach das nochmal von vorne. Gefällt mir gar nicht. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Und es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Holst du mal den? Oh, hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Filmfressen-Kanal mit einem neuen Format. Wir sind zwar die Filmfressen und nicht die Serienfressen, aber wir gucken ab und zu mal ein paar Serien. Ich tendenziell mehr als der Peter und deswegen sitze ich auch hier alleine, um, ja nicht mit euch, aber für euch, über Le Mandalorian zu sprechen, wie er im Original heißt, oder The Mandalorian. Gibt es auf Disney Plus, ist ein relativ bekannter Streaming-Service und ist ein Spin-off aus dem Star-Wars-Universum. Das Star Wars Universum, ja, ich wirklich über die Jahre großer Star Wars Fan war ich zumindest, bis dann die Sequel Trilogie kam, die das alles so, macht die alte ja nicht schlechter, aber so mittlerweile habe ich das Gefühl, man muss sich so ein bisschen rechtfertigen dafür, Star Wars Fan noch zu sein, weil auch die Sequel Trilogie nicht so stark war, ne? Man hat uns mit Episode 7 so ein bisschen abgeholt, so Fanservice geboten, mit 8 alles über den Haufen geworfen, mit 9 versucht, das von 8 wieder zu relativieren und irgendwie hat das alles keinen Hand und Fuß und keinen roten Faden und ist irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Jetzt habe ich mir seit 1-2 Jahren, höre ich mir an, The Mandalorian ist der Messias. Ja? Alles wird hier, das ganze Star Wars Universum, ja, trägt Pedro Pascal quasi als Mandalorian auf seinen Schultern, auf seinen gepanzerten. Und ich habe viel, viel Gutes über die Serie gehört, gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, so, es ist soweit. Wir haben jetzt Disney Plus auch zu Hause. Und dann habe ich mal gebinged. Und zwar die erste Staffel an einem Tag und die zweite Staffel von The Mandalorian an einem anderen Tag. Und ja, ich habe da eine dezidierte Meinung zu. Soll man sagen, ihr habt die wahrscheinlich alle schon gesehen, das heißt, ich nehme hier kein Blatt vor den Mund. Spoiler sind mir egal. Wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet oder das nicht gesehen habt, dann seid ihr hier an der falschen Adresse. In der ersten Staffel kommen natürlich die Sachen vor, die man in 1000 Memes schon gesehen hat. Baby Yoda, später erfahren wir dann den wirklichen Namen. Oder The Child, wie es in der Serie genannt wird. Und das ist alles sehr cool. Warum ist das cool? Weil das sich sehr viel bedient und sehr häufig bedient an Sachen, die es schon gibt. Und zwar an allen Serien und allen Franchises aus den letzten 1, 2, 3 Dekaden wird sich überall was rausgeholt. Da ist so ein bisschen Herr der Ringe, da ist auch so, da ist ganz viel Western, moderner Western, klassischer Western drin. Da ist auch Herr der Ringe drin und es ist ganz viel Videospiel. Storytelling drin, weil das meistens so ist, der Mandalorian geht irgendwo hin und dann muss er erstmal eine Aufgabe erfüllen, um dann irgendwie weiter zu können. Ne? Und dann muss er irgendwie sein Schiff, das haben die Jawas dann. Achtung Fanservice, ne? Übrigens alles, was, wenn was Neues kommt, cool, aber nicht zu lange, denn irgendwann muss wieder ein X-Wing auftauchen oder ein TIE Fighter oder eben die Jawas. Die haben dann sein Schiff da auseinandergenommen, da muss er da hin, da muss er für die was erledigen, was dann so ein bisschen Tremors-mäßig ist. Und dann kann er wieder sein Schiff reparieren und dann wieder wegfliegen. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Das ist eine Serie, die unglaublich gut inszeniert ist, die vor allem, was Ausstattung angeht oder überhaupt von Production Value, ist die unglaublich hochwertig. Das ist alles top-notch. Schauspieler super, man hat fast in jeder Folge einen Cameo-Auftritt. Das wird in der zweiten Staffel, geht das natürlich, da drehen sie vollkommen am Rad. Es gibt auch immer wieder Stars, die Regie führen. Wir haben Robert Rodriguez führt Regie in der zweiten Staffel bei einer Folge. Taika Waititi spielt mit. Und also immer irgendwo gibt es Cameos, ob das hinter der Kamera ist oder vor der Kamera. Bill Burr, den Comedian, der auch schon in ein paar Filmen mitgespielt hat, spielt eine Rolle in der ersten Staffel, die in der zweiten dann auch wieder auftaucht. Gina Carano, die kennen wir natürlich aus Deadpool oder aus der MMA-Szene natürlich. Die ist dabei. Die ist jetzt keine gute Schauspielerin. Ne? Wäre gelogen, das zu behaupten. Aber sie passt da gut rein. Ne? Ist eine taffe Frau, ein cooler Charakter und ist so für das Grobe zuständig. Das ist schon alles cool. Wie gesagt, es ist viel von dem, was man kennt. Wenn man sich in diesen ganzen Franchises bewegt oder wenn man sich viel für Filme und Serien interessiert. Aber es ist gut gemacht. Es hält einen bei der Stange. Man guckt
das wirklich gut und gerne durch. Es gibt nur ein paar Sachen, die fallen besonders auf, wenn man es halt binget. So wie ich das getan habe. Erste Staffel geht sehr, sehr gut durch und dann wurde mir gesagt, die zweite ist noch viel, viel besser. Und da, also ist schön zu sehen, oh, da ist Timothy Olyphant. Oh, da ist Michael Biehn. Oh, da ist Mark Hamill auf jung gemacht. Die haben so digitales Make-up genommen und haben ihm so Bits und Bytes ins Gesicht geschmiert, damit er jünger wird. Es ist aber so, dass das alles nur noch so Sidequests sind in der zweiten Staffel. Das ist immer so, der Mandalorian kommt irgendwo hin, er will ja das Kind beschützen und dann aber irgendwie zu den rechtmäßigen, also so ihn auf einen guten Weg bringen quasi. Und da ist es halt ein bisschen schwierig, weil egal wo er hinkommt, er muss immer erst einen Gefallen tun und wieder eine Nebenquest erledigen, um die Haupthandlung dann da weiterzukommen. Das ist schon sehr repetitiv. Sind wir ganz ehrlich, das macht Spaß, natürlich. Aber es ist halt auch viel das Gleiche. Und gerade in der zweiten Staffel kommen so ein paar Charakter wieder, die man ja schon kennt aus Clone Wars zum Beispiel. Oder eben aus der Originaltrilogie, wenn dann in der letzten Folge Mark Hamill als Luke Skywalker auftaucht. Das sorgt natürlich für Gänsehaut. Das ist natürlich der absolute Fanservice. Und im Prinzip kann man die Serie als Fanservice die Serie bezeichnen. Aber das ist doch auch gar nicht schlimm. Wenn man Star Wars Fan ist, warum soll man denn nicht als Star Wars Fan bedient werden und diesen Fanservice erhalten? Ist doch okay. Ja, da kommen die X-Wing, da kommt Luke Skywalker, da kommen TIE Fighter, dann gibt's Anspielungen dann hier und so. In der zweiten Staffel wissen wir auch, wo es ungefähr zeitlich verortet ist. Deswegen, also, das ist sehr, sehr gute Unterhaltung auf einem hohen Niveau, was das Production Value angeht, nicht unbedingt, was das Storytelling angeht oder eine besondere Charaktertiefe, aber das ist egal. Es ist trotzdem mit Rogue One das Beste, was das Star Wars-Universum in den letzten paar Jahren zu bieten hatte. Und da war nicht so viel. Wenn man mal die neue Trilogie als misslungen bewertet, insgesamt gesehen zumindest, und Han Solo auch so als schlechtes Spin-off bisher. Deswegen The Mandalorian. Ich hatte meinen Spaß. Ich hänge die nicht ganz so hoch wie viele andere. Ne? Für mich ist das immer noch kein Niveau von The Wire oder Sopranos oder Six Feet Under. Aber das ist von dem, was momentan so gibt, das Beste aus dem Star-Wars-Universum. Es macht jede Menge Spaß und bin mal gespannt, ob man die dritte Staffel, das alles noch so ein bisschen homogener wirkt. Das würde ich mir wünschen. Wie findet ihr denn Le Mandalorian? The Mandalorian? Staffel 1 besser, 2 besser? Interessiert euch Star Wars gar nicht? Kommentiert das doch mal bitte hier unten. Und in der Zeit trinke ich hier ein bisschen was aus meiner Filmfressentasse, denn alles schmeckt besser aus der Filmfressentasse. Bis demnächst, euer Manu von Filmfressen. Und vielleicht sehen wir uns wieder bei diesem neuen Format, dass ich Serienkiller taufe. Dann quatsch mal ein bisschen über Serien. Bis dann.